Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum neuen Neumond-Orakel im Juli 2019. Und ja, dieser Zeitraum vom 2. bis zum 15. Juli eignet sich besonders gut für eure Wünsche, für alles, was ihr aufbauen wollt, ja, für alles, was ihr in euer Leben ziehen wollt. Und der 2. Juli ist der Tag des Neumondes und auch ein ganz besonderer Neumond, weil halt am 2. Juli dieses Mal auch eine totale Sonnenfinsternis ist. Und das heißt halt auch wirklich, dass nochmal Schattenthemen hochkommen können, also alte Verletzungen, alte Wunden sich nochmal zeigen. Also dass da nochmal Sachen hochkommen können, wo du vielleicht auch schon gedacht hast, es ist längst erledigt. Damit die sich halt auch wirklich jetzt transformieren können. Ne? Und ja, wir machen auch wieder eine Energieübertragung, die euch da drin natürlich ein bisschen auch unterstützen soll, das schneller in die Transformation zu bringen, was ihr für Themen habt. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Freude mit den Karten. Ja, für alle, die jetzt zum ersten Mal zusehen, haltet das Video nochmal an und macht einen Zettel, wo du wirklich auch deine Wünsche, deine Herzenswünsche aufschreibst. All das, was du dir wünschst, was du dir vorstellst, was du dir in Zukunft ja erschaffen möchtest. Und diesen Zettel werden wir dann auch energetisch bearbeiten. Ihr werdet auch eine Energieübertragung bekommen, dass diese ganzen Themen, die jetzt vielleicht noch hochkommen, ja, die einfach kräftigend ist für diese Phase. Und ja, für alle, die öfters dabei sind, die ihren Wunschzettel praktisch schon haben, den holt ihr dann nochmal raus und schau auch, was sich von diesem Zettel schon erfüllt hat. Das kannst du dann natürlich rausschmeißen und dafür wieder einen neuen Wunsch dir aufschreiben. Und ich würde sagen, ich erkläre euch mal, wie ich das diesmal aufgebaut habe. Auf der rechten Seite haben wir den blauen Kristall, also wer sich von dem blauen Kristall heute angezogen fühlt, da ist die rechte Seite deine Botschaft. Und auf der linken Seite haben wir den grünen. Die Kristalle verlinke ich euch auch unter dem Video, weil ihr ja immer auch fragt, ne, weil die auch wirklich sehr, sehr schön sind. Und dann haben wir diesmal eine Kollektivbotschaft von drei Karten. Und zwar habe ich da die Karten von der Nitya Doreen Stahl, eine Karte von mir, auch für die Energieübertragung, und eine Karte von der Heike Bender. Das sind die Göttinnen Lichtbotschaftenkarten. Und auf der rechten Seite und auf der linken Seite jeweils das Tarot der neuen Zeit von der lieben Linda Giese. Und nochmal eine Karte von Doreen Stahl, meine Flow der Engelkarten für Beruf und Berufung und die Liebeskarten, ja, was sich da noch zeigt. Zur Unterstützung habe ich auch zwei Energiestäbe hingelegt, diesmal auch den Chakrenstab und den von der Liebe der Engel. Das zeigte sich wirklich an, dass diese Energien da nochmal gebraucht werden. Kann ja auch sein, ne, wenn alte Themen hochkommen, auch alte Verletzungen hochkommen. Ne? Ja, auch Themen, wo wurdest du verletzt im Außen, aber natürlich auch, wo verletzt du dich selber immer wieder. Ne? Das sind ja auch dann so Themen, wo es auch noch um eine Vergebungsarbeit mit dir selber natürlich gehen kann in dem Zeitraum. Das kann alles wirklich sich nochmal zeigen, jetzt im Juli durch die Sonnenfinsternis. Ja, wenn du dann deinen Zettel soweit vorbereitet hast, dann können wir auch starten. Und ich beginne mit der Kollektivbotschaft, mit der ersten Karte von der Doreen Stahl, was wir für Impulse kriegen für den Zeitraum, um was es noch gehen kann. Ja, und da kommt dann die Trennung. Es ist vorbei. Eine neue Zeit kommt. Ja, da müsst ihr jetzt keine Angst haben, dass das eine Trennung in eurer Beziehung sein könnte. Da geht es wirklich darum, dass jetzt eine alte Zeit vorbeigeht und eine neue Zeit auch wirklich kommt, die jetzt ja, durch diese Befreiung der alten Schattenthemen ja, in die Gänge kommt. Und es kommt jetzt wirklich eine neue, bessere, positive Zeit. Das finde ich wirklich schon mal eine super gute, ja, eine super gute Botschaft für diesen Zeitraum. Genauso fühlt sich das für mich auch an, dass das wirklich jetzt wie so ein energetisches Tor ist, durch das wir alle durchgehen müssen, um wirklich jetzt so eine neuere Zeit auch ja, einzuläuten. Ne? Und dann habe ich uns eine Chakra-Karte gezogen, wo wir dann auch die Energieübertragung mitmachen werden, wo wir auch die Wunschzettel mit energetisieren.
Ja, und wie passend, da zeigt sich das dritte Auge. Ja, besser könnte es nicht sein. Ja, da geht es ja auch um den Geist. Und das dritte Auge hat die Farbe Königsblau. Das Stirnchakra steht für das Bewusstsein, deine innere Sicht, steht für das Hellsehen und wird auch als das Tor zur Seele bezeichnet. Und ja, natürlich auch super gut geeignet für deine Visionen jetzt, für deine Wünsche, für deine Ziele. Sehr, sehr passend. Und der Erzengel Michael ist auch zuständig für dieses Chakra. Wunderbar. Also wenn du dranbleiben möchtest und deine Wünsche auch energetisieren möchtest und natürlich auch dein komplettes Energiesystem stärken willst für diesen Zeitraum, dann bleib einfach dran bis zur Energieübertragung. Die machen wir, wie gesagt, nach dem Video. Ja, und dann schauen wir uns die letzte Karte fürs Kollektiv an von der Heike Bender. Und da schauen wir, was sich zeigt für den Zeitraum. Und schau mal, da zeigt sich die Zuversicht. Wie schön. Ja, wunderbar. Also an sich wirklich so eine Zeit, wo man natürlich sich die Schattenseiten nochmal angucken darf, aber auch trotzdem zuversichtlich bleiben soll auf das, was kommt. Und auch mit der Karte von der Doreen wirklich ja, eine ganz, ganz tolle Botschaft für die kommende Zeit. Wunderbar, also es wird sich etwas lösen, es wird sich etwas verändern, ganz, ganz sicher. Zum Positiven natürlich. Und jetzt lese ich euch noch vor, was die Heike zu der Zuversicht schreibt. Ja, und die Karte sagt dir: Lass dich fallen in das weiche Nest der Zuversicht. So trau dich, zeig dein wahres Sein. Lass dich fallen in dein wunderbares Leben. Öffne dich für deine Herzenssprache, die dich führt und leitet. Dein Mund, der die Sprache des Lichtes sprechen möchte, wird dir die Resonanz spiegeln. Die Spiegelung deiner selbst, die Spiegelung deines zuversichtlichen Glaubens. Du bist die Zuversicht für die Welt. Wow. Ja, es geht wirklich auch um dich, ne? Guck dir auch wirklich diese ganzen Schattenthemen nochmal an. Da kann es natürlich auch um Verletzungen gehen, die du dir selber zugefügt hast, ja, dass du dich immer wieder auch in Situationen vielleicht gehalten hast in der Vergangenheit, die dir nicht gut getan haben und du das genau wusstest. Ne? Auch das gilt es jetzt dich nochmal anzuschauen und auch zu verzeihen, ne? Dir selbst. Ja, wunderbar. Ganz tolle Karten fürs Kollektiv. Und dann beginnen wir mit der linken Seite. Also ich denke, mittlerweile habt ihr euch entschieden, welche Seite sich jetzt stimmig anfühlt. Und ich beginne mit der linken Seite. Und da haben wir auch die erste Karte von der Doreen Stahl als Stichwort. Was kann sich da noch zeigen? Ja, schau mal, und da zeigt sich bei dir die Freude. Grund zur Freude, Glück und der gute Ausgang. Also noch so eine positive Karte, also wunderbar. Also da wird bei dir, werden die Dinge wirklich auch so ins Positive geschubst werden und du wirst es auch schaffen, deine ja, Schattenthemen sich, ja, dass die sich auch einfach gut verwandeln können. Das wirst du gut hinbekommen. Und du hast ja auch hier den Grünkristall gewählt, der steht ja auch im weitesten für die Heilung, ne? Für das Herzchakra auch, aber auch der grüne Strahl steht auch für die Heilung, dass diese Sachen jetzt natürlich in die energetische Heilung kommen können. Wir reden ja hier immer von Energiearbeit, also wenn du eine Krankheit hast, gehst du natürlich zum Arzt. Es geht hier ja um Energieheilung. Aber das sieht bei dir wunderbar aus, dass die Sachen wirklich. Und hier ist auch der Happiness-Stein im Übrigen, ne? Der steht ja auch für Freude, Glück, ne? So wirklich wieder mega spannend. Der Spiritstein und da ist die lilane Pyramide. Also das fällt immer erst im Nachhinein auf. Ich lege das intuitiv hin und am Ende passt das so derart, ne? Auch hier mit dem blauen Stein, der blaue Kristall, es ist immer wieder ohne Worte. Und die Karte von der Linda, die sagt dir: Wow, noch so eine positive Karte, das Ass der Kelche. Also, ich bin gerade echt geflasht von den Karten. Also, das Ass der Kelche, das ist ja auch. Moment, jetzt muss ich erstmal kurz die Seite raussuchen. Ja, das Ass der Kelche steht für das Wasserelement, für den Icosaeder und da geht es auch wirklich um das Sakralchakra, also auch um Gefühle, um Sinnlichkeit. Und
Die Linda hat dazu gechannelt, dich erwartet ein emotionaler Neubeginn. Ne? Also auch nochmal ein Hinweis wirklich, dass da was Neues auch kommt. Deine Intuition ist klarer als je zuvor, auch deine neue Gefühle erreichen dich. Alles, wofür dein Herz brennt, hat nun die Chance, sich zu einem Neubeginn zu verwirklichen. Fokussiere dich auf deine guten, inspirierenden Gefühle in Partnerschaft, im Beruf oder in jeglicher neuen Entwicklung. Es ist eine göttliche, dargereichte Möglichkeit, um deinen eigenen Weg zu finden. Folge deinem Herzen und vertraue deinen Empfindungen. Richte dich auf das aus, was du fühlst und schreite damit voran. Deine dich inspirierenden Gefühle werden dir aus dem göttlichen Informationsfeld gesandt. Dadurch hast du die Möglichkeit, deinem ureigenen Seelenplan zu folgen. Ergreife jetzt die Chance, richte dich aktiv auf die positiven Gefühle aus und wisse, dass in ihnen eine Chance liegt, etwas Großartiges in dein Leben zu ziehen. Also wow, ganz, ganz tolle Karten für dich, für diesen Neumondzyklus. Und da bin ich, und das kann ja wirklich auch jeden Lebensbereich betreffen. Also schau einfach, was da bei dir gerade auch dran ist. Und wir gucken uns jetzt die Karte für die Berufung an. Ja, und da zeigt sich dann auch der Chakrenausgleich für dein Unternehmen. Also diese Karte wirkt wie ein Chakrenausgleich auf dein Seelenbusiness. Ne? Also alle unternehmerischen Blockaden werden jetzt auch aufgelöst, ausgeglichen. Vielleicht hast du gerade so dein Seelenbusiness im Aufbau, das kann sein, ja. Da kannst du dann auch, wenn du die Karten hast, eine Energiearbeit mit deinem Seelenbusiness machen, hier mit diesem Zeichen. Und wenn du natürlich angestellt bist, dann kann das andeuten, dass es da Probleme auch in der Firma gab, die sich jetzt aber auch in dem Zeitraum verändern werden. Dass natürlich auch da sich wieder Lösungen zeigen können. Und dass es da auch vorwärts geht. Ne? Also definitiv so ein richtiger Schritt nach vorne. Oder aber, dass du sagst, wenn du dich schon eine längere Zeit nicht wohlgefühlt hast in einem Angestelltenverhältnis, dass du jetzt endlich den Sprung schaffst, da dir auch was Neues zu suchen. Oder auch den Sprung in die Selbstständigkeit einfach wagst. Aber da auch immer drauf achten, ne, wenn es jetzt auch um das Finanzielle, um die finanzielle Sicherheit geht, auch gucken, jetzt nicht blind in irgendwas reinzulaufen, sondern dann bau dir wirklich auch dein Seelenbusiness nebenbei auf. Es geht also auch nicht darum, jetzt einfach zu springen und dann überhaupt keine finanzielle Sicherheit mehr zu haben. Aber generell bedeutet das wirklich auch, diesen Mut zu haben, da weiterzumachen, weiterzugehen, ne? Sich das auf jeden Fall aufzubauen, wenn es ein Wunsch von dir ist, wenn es sich immer wieder zeigt, ist das jetzt wirklich auch eine gute Zeit. Und dann gucken wir noch Liebe und Beziehungen und da hast du auch die Beschleunigung. Also da wirst du wirklich in dem Zeitraum einen großen Schritt nach vorne machen. Das fühlt sich wirklich richtig, richtig positiv an bei dir. Es kommt Bewegung in die Sache, nach der du fragst. Die Engel arbeiten an der bestmöglichen Lösung für alle Beteiligten. Deine Vermutung bezüglich einer Situation ist richtig. Wenn du Fotos von den entsprechenden Personen hast, lege sie auf das Symbol und vertraue. Also auch wieder, ne, der Hinweis für die Energiearbeit, wenn du die Liebe der Engelkarten hast, ne, kannst du dir auch dein Wasser natürlich damit herstellen, aber auch Fotos hier auf diesen Kreis legen und schon wird es wirken, ne, was du auch gerade für Probleme in diesem, ja, Beziehungsbereich hast, ja, es wird sich auch da jetzt lösen. Ne? Das kann natürlich in der Beziehung sein, aber auch in zwischenmenschlichen Themen, die du vielleicht gerade hast mit Kollegen, mit Freunden, wird sich jetzt auch etwas klären in diesem gesamten Zeitraum und du wirst einen Riesenschritt nach vorne machen. Also du bist hier wirklich, wenn die rechte Seite jetzt nicht noch viel besser ist, hast du wirklich also so, so schöne Superkarten. Ich bin gespannt, was ihr mir auch berichtet. Ja, wunderbar. Jetzt trinke ich gerade mal einen Schluck. Und dann machen wir weiter mit der rechten Seite. Und da fangen wir auch an mit der Karte von der Doreen Stahl.
Und da zeigt sich das Tier. Schau mal. Also das kann auch ein Freund sein, eine Botschaft, die auf dich zukommt. Ja, oder auch vielleicht ein Tier, also ein Haustier. Ja, vielleicht ist da wirklich was. Ja, vielleicht wolltest du dir schon immer ein Haustier auch anschaffen. Es kann mit Tier zusammenhängen, aber auch einfach, ja, es kann um einen Freund gehen, um eine Botschaft, die du über einen Freund erhältst in diesem Zeitraum. Also das kann es wirklich auch andeuten. Und dann schauen wir erstmal weiter, was die Karte von der Linda sagt. Und da hast du den König der Münzen gezogen. Ja, da geht es auch um das Wurzelchakra, also um das Erdelement, ne? Um die Sicherheit, um dein Urvertrauen, wird es in diesem Zeitraum auch gehen. Und der König der Münzen. Da lese ich dir jetzt noch die Botschaft vor. Und zwar, finanzielle Klugheit, Verlässlichkeit und Ruhe sind die Eigenschaften des Königs der Münzen. Entweder begegnet dir ein Mann, der diese Eigenschaften besitzt, wie ein spiritueller Lehrer eine wichtige Rolle für dich spielt, oder aber die Karte zeigt dir auf, dass nun diese Eigenschaften in dir selbst verstärkt, entwickelt und vertieft werden. Also bei dir geht es wirklich auch um. Ja, Finanzen, Verlässlichkeit, aber auch, dass du mehr und mehr in deine Ruhe kommst. Ne? Vielleicht hilft dir dabei ein Freund im weitesten Sinne. Hier ist ja auch ein Freund angezeigt, würde ja auch für eine männliche Person stehen, die dir dabei hilft, wirklich mehr auch in die Ruhe zu kommen, ne? Was du da auch klären kannst. Vielleicht kannst du auch hier über diese alten Themen Sonnenfinsternis auch Themen klären noch mit einem Freund, die dich vielleicht noch belastet haben. Das kann jetzt auch die ganze Sache andeuten, dass das wirklich dann in eine Ruhe kommen kann, wo du vielleicht immer noch so ein bisschen Trouble hattest oder was dich einfach immer noch geärgert hat, wie auch immer. Also, dass da Dinge noch nicht so komplett in der Heilung sind. Du hast auch das blaue Kristall, steht ja auch fürs Halschakra, ne? Für das Aussprechen auch deiner Gefühle. Ne? Bei dir kann es wirklich auch um Kommunikation gehen in diesem Zeitraum, dass du bereit bist, wirklich die Dinge auszusprechen. Ganz wichtig für dich. Ne? Wunderbar. Und dann schauen wir uns die Karte an für den Beruf und die Berufung. Ja, und da zeigt sich, was willst du loslassen? Wunderbar. Diese Karte hilft dir beim Loslassen all deiner alten Glaubensmuster und Blockaden. Schreibe alles auf, was du loslassen willst, auf einen Zettel und lege ihn über Nacht auf den Energiekreis. Deine Selbstliebe wird gestärkt und du traust dich ab jetzt zu dir zu stehen. Spüre die magische Wirkung dieser Karte und ihrer Energie. Ne? Wenn du die Karten hast, wie gesagt, arbeite auch damit in dem Zeitraum, mach dir immer wieder ein Energiewasser. Aber du kannst auch auf deinen Zettel, den du ja jetzt eh schon vorbereitet hast, mit deinen Wünschen natürlich jetzt alles noch aufschreiben, was du loslassen möchtest im Zusammenhang auch mit deinen Zielen. Ne? Das kannst du auch noch dann zusätzlich tun, weil die Karte dir das jetzt natürlich anzeigt. Ne? Also da werden auch Dinge noch losgelassen, was natürlich auch mit der Sonnenfinsternis zu tun haben kann, ne? Dass du eben diese alten Themen, die da nochmal hochkommen können, loslassen kannst, damit das dann wirklich auch wieder hier in die Lebensfreude gehen kann. Ne? Da sind wirklich noch Sachen, die dich echt auch belastet haben aus der Vergangenheit, die immer nochmal so hochkommen. Und schauen wir mal die letzte Karte, Liebe der Engel, an, ob das vielleicht auch noch mit Liebe und Beziehungen etwas zu tun hat. Also was da noch für eine Botschaft kommt. Ja, und da kommt auch wieder, ne, tue, was du liebst. Ne? Es geht jetzt in der ganzen Zeit um dich. Ne? Bist du bei dir oder passt du dich an? Zurzeit ist es sehr wichtig für dich, deinen wahren Herzenswünschen zu folgen. Ne? Sei dabei ganz ehrlich zu dir selbst, sei frei in allem, was du tust. Ja, es ist sicherlich auch kein Zufall, dass du jetzt hier in dem Energie, in der Energieübertragung auch gelandet bist, ne? Weil alle, die eigentlich auch meine Videos schauen, sind schon auf dem Weg, schon auch eine längere Zeit. Und auch wenn ihr längere Zeit auch die Videos schaut und immer wieder auch an den Energieübertragungen teilnehmt, vielleicht auch an meinen Energiekreisen teilnehmt, dann bringt euch das auch wirklich in den Prozess, ne? Bringt euch immer weiter und weiter. Zwiebelschale für Zwiebelschale, sage ich auch immer. Und bei dir geht es wirklich jetzt auch darum, tue etwas, was du liebst.
Ne? Und folge auch diesen Herzenswünschen, ne? die du hast. Ja, wunderbar. Auch auf jeden Fall eine Bewegung, wirklich diese alten Themen aufzuklären, ne? In dem Zeitraum. Also schau sie dir auch nochmal an, die Themen, und hab da auch keine Angst vor, dir das nochmal anzuschauen. Also geh da nicht mit so einem Widerwillen dran, so schon wieder jetzt so ein altes Thema, will ich mir nicht angucken, will ich wegschieben, will ich verdrängen, ich lenke mich lieber ab. Geh wirklich auch in die alten negativen Gefühle rein, die sich jetzt so Anfang Juli zeigen können, um den Neumond rum, durch die Sonnenfinsternis, geh da durch, guck's dir an. Und diese Energie hilft dir einfach wirklich, das aufzulösen. Ne? Und die Schwingungen sind im Moment auch derart hoch und stark. Also ihr werdet es sicherlich auch die ganze Zeit schon gemerkt haben. Es ist wirklich eine sehr, sehr intensive Zeit wieder gerade. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, machen wir unsere Energieübertragung für das dritte Auge, für unsere Wünsche. Und ja, dazu entspannt ihr euch und nehmt auch bitte eure Zettel mit den Wünschen, egal ob ihr sie jetzt aufgeschrieben habt. Ne? Viele von euch haben ja auch die Bilder gemalt. Nehmt das in die Hand dabei und erdet euch nochmal. Also fühl die Füße auf dem Boden und locker deine Schultern. Und entspann dich einfach nochmal bewusst. Ja, und wir lassen die Energien jetzt fließen in den Zettel, aber auch in dein komplettes Energiefeld, damit du wirklich die Energien bekommst, die du jetzt für diesen Zeitraum auch brauchst, um diese Dinge aufzulösen. Ja, und auch das dritte Auge natürlich, dass du diese Dinge auch vielleicht siehst oder dass dir einfach klar wird, ja, was verkehrt gelaufen ist und was du jetzt auch verändern darfst. Und ich lasse die Energien einfach mal fließen und atme und fühle einfach die Energie. Ja, sehr, sehr stark. Auch die Energien, die fließen mega stark. Also man spürt auch wirklich diese Konstellationen, ne, von dem ganzen Planeten. Also wirklich auch, die unterstützend jetzt da wirken wollen. Wow. Also ich spüre das wirklich im kompletten Prana-Kanal, im gesamten Energiefeld. Jetzt nicht nur am dritten Auge, also da ist so ein Druck auch, es ist definitiv auch offen, aber auch im ganzen Energiefeld, also es fließt nicht nur in die eine Richtung, sondern überall, in alle Schichten fließt das jetzt rein. Fühlt man sehr, sehr deutlich. Wunderbar. Und wenn du in dem Zeitraum jetzt vom 2. bis zum 15. Juli geht das ja, der Zeitraum des Neumond-Orakels, wenn du da so Hänger hast, dann schau dir das Video einfach nochmal an und mach nochmal diese Energieübertragung. Die wird dich dann auch wieder unterstützen hier in diesen Themen rechts oder links, die bei dir gerade dran sind. Ne? Und hier ist auch, ne, Frieden und Power. Ne? Das gibt dir wirklich nochmal diesen inneren Frieden und auch die Kraft, dann wirklich diese Dinge aufzulösen. So, ihr Lieben, da sind wir schon am Ende angekommen vom Neumond-Orakel für den Juli. Ja, für dieses Besondere, für diese ganz besonderen Energien auch der Sonnenfinsternis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe auch, die Energien unterstützen euch in dem gesamten Zeitraum. Wie gesagt, schaut es euch einfach nochmal an, wenn da Themen aufkommen. Ne? Wenn ihr so energetische Hänger habt, dann spult einfach nochmal vor bis zur Energieübertragung und lasst die Energien einfach nochmal neu fließen. Und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Juli, eine ganz schöne Zeit im Juli. Und wünsche euch von Herzen, dass sich natürlich all eure Wünsche erfüllen werden. Und schick euch Licht und Liebe und bis ganz bald.